Also es hat bisher immer eigentlich gepasst. Ja, dann würde ich gerne mit Ihnen noch zwei weitere kurze Vorstellungsübungen machen. Dann stelle ich Ihnen auch den roten Faden vor und dann haben wir den ersten Teil quasi ja schon hinter uns. Das Thema der Aufstellung, viele von Ihnen kennen das auch, das ist auch sehr gut in Gruppen einzusetzen, in größeren Gruppen, wo ich eben nicht mit jedem Einzelnen gerade am Anfang intensiv ins Gespräch gehen kann, finde ich die Art der systemischen Aufstellung, Soziogramme etc. ganz gut, um einfach einen Eindruck zu kriegen, wer ist eigentlich hier mit dabei und unter verschiedenen Fragestellungen möchte ich das jetzt gerne mit Ihnen tun. Das Erste, was oft bei Gruppen ist, und das bietet sich hier ja auch an, ist natürlich die Frage der Regionalität. Wo kommen Sie eigentlich so her? Und ich bitte jetzt gleich hier mein geografisches Unvermögen zu entschuldigen. Norden, Süden, Westen, Osten. Sieht ganz gut aus, ne? Hätte mir jetzt auch passieren können, dass ich es vertausche. So hatte ich es auch abgespeichert. Gucken Sie doch mal, wo Sie sich positionieren. Stellen Sie sich doch mal zu Ihrer jeweiligen Region. Wo kommen Sie her? Ist die Frage. Bitte wieder mal aufstehen. So, jetzt ist es. Normalerweise ist es gut, wenn die Bäume noch ein bisschen größer sind. Hier wird es knubbelig. Also, wir sehen erstmal. Wie dicht Deutschland doch so besiedelt ist, kann man hier gut sehen. So, wir gucken einfach mal hier in der Mitte, suchen wir uns mal jemanden raus. Wo kommen Sie her? Mainz. Aus Mainz. Hat sich so in den Mittelpunkt gestellt. Mainz ist heute und morgen der Mittelpunkt. Genau. Wer kommt noch so aus der Ecke? Wer steht hier so drumherum? Auch Mainz. Auch Mainz. Frankfurt? Wiesbaden, da wird schon ein bisschen, ne? Genau, aber Deutschland ist heute nicht so groß hier. So, wen haben wir denn jetzt da? Sagen Sie doch mal. Ich komme aus Xanten. Ach was, Xanten, das ist doch im... Ganz tief im Westen. Ja, kommt in Vorteil, die Ecke und so. Ruhrgebiet. Okay. Aus Essen. Aus Essen, auch das Ruhrgebiet ist gut vertreten. Haben wir noch jemand Ruhrgebiet hier? Ja, aus Gladbeck. Gladbeck? Noch, wer ist hier der Schäfer? Ich hier komme aus Mönchengladbach. Mönchengladbach. Ah, das ist der Spitzname. Wo kommen Sie her? Köln. Aus Köln. Das muss ich ganz genau sagen. Aus Nürnberg. Also hier wird es sehr südlich und Sie? Darmstadt. Nicht ganz so südlich, aber eine gewisse Nähe. Sie kommen aus Marburg. Aus Marburg. Und wir sehen hier, in Ausnahme irgendwie noch nicht so erobert, ne? Muss ich gehen, wir gehen auch ein bisschen von Genau. Also haben wir schon mal so ein bisschen Überblick über die regionale Verteilung. Jetzt die Frage, wie arbeiten Sie eigentlich? Arbeiten Sie überwiegend mit Einzelnen, mit Einzelklienten in der Therapie, in der Beratung? Einzeln liegt mal hier. Oder eher mit Gruppen, in Trainings, in Workshops, in wie auch immer gearteten Konstellationen, in Gruppentherapien. Und hier ist immer so diese Linie, die gedachte Mitte. Es kann ja auch sein, dass Sie sagen, halb, halb, sowohl als auch. Da positionieren Sie sich entsprechend mittig. Genau, gucken Sie mal, wo stehen Sie so richtig? Die Himmelsrichtungen haben jetzt ihre Bedeutung verloren, Gruppe oder Einzelne. Jawohl, hier haben wir eine eindeutige Gruppenfrau. Was machen Sie? Sie machen Trainings. Bei Ihnen Trainings. Auch ähnlich. Haben wir hier mal noch so ein bisschen. Sie sind. Sie supervidieren Gruppen? Okay. Jetzt kommen wir hier mal so ins Mittelfeld. Seminare und Einzelberatung. Seminare und Einzelberatung auch ziemlich Hälfte, Hälfte so. Ja, kommt ganz gut hin. Okay, haben sich ja auch so relativ auf die Mittellinie gestellt. Gehen wir mal ein bisschen weiter hier hoch. Sie zum größten Teil Einzeltherapien, aber auch. Mhm. Also Gruppen nicht abgemacht, aber da ist schon ein Schwerpunkt. Einzel und Familie. Einzel und Familie, also ist auch so ein bisschen, ne, ist ja, sind ja mehrere. Ja. So, da haben wir auch jemand klar beim Pol Einzel stehen. Ja, wobei so ganz klar ist es eigentlich auch nicht. Also es ist
eher so Elternteile, also mal ist der eine da, mal der andere mal zusammen in dem Bereich. Okay, also sind auch bei Ihnen mehrere. Ja. Gut. Erstaunlich viele, die mit Gruppen und Lehrerinnen arbeiten. Für mich jetzt erstaunlich. Hatte ich anders erwartet, warum auch immer. Finde ich jetzt schon mal für mich eine wichtige Information. Das ist doch dein Thema, was du machst. Das ist doch klar, dass wir hier sind. Muss ja nicht sein, ne? Aber stimmt. Also eigentlich sehr logisch. Steht drüber, ne? Gruppe, also. Aber, ja, gut. Ja, muss ich nochmal drüber nachdenken. Danke für den Hinweis. So, jetzt nochmal die Frage, angestellt oder selbstständig? Angestellt liegt jetzt hier mal wo ein. Selbstständig, Bücher stehen bleiben, das hätte ich aber anders sehen können. Angestellt oder selbstständig? Oder Hälfte, Hälfte, sowohl als auch? Ah, das ist ja... Es verteilt sich neu, mischt sich neu und sieht fast gleichmäßig verteilt aus. Dann Sie sind wo angestellt? Ich bin angestellt in einer Klinik und arbeite aber freiberuflich als Ausbilderin und als Supervisorin. Also müssen Sie eigentlich ein bisschen, aber das ist, so ein kleiner Teil nur. Genau, ist ein kleiner Teil. Der Schwerpunkt ist da. Genau. Okay. Bei Ihnen, wie ist es da? Ich bin Beamtin am Studienseminar und bilde Lehrer aus. Okay. Und das sind Teile von Supervision und Teile von Ausbildung. Ja, die Angestellten, jetzt kommen wir hier mal zur Mischmaschgruppe. Was machen Sie so gut? Angestellt und selbstständig nebenberuflich tätig. Selbstständig nebenberuflich tätig, okay. Aber so ungefähr Hälfte, Hälfte. Okay, was ist hier denn? Wie ist es bei Ihnen? Bei mir ist es auch, ich bin angestellt und mache. Wo sind Sie angestellt? Beim Caritasverband und bin sonst als Ausbilder, als Supervisor, als Berufsbetreuer. Und Mischmaschmal. Okay. Gucken wir hier nochmal die Selbstständigen. Ja. Ich bin freiberufliche Journalistin. Die Medienfrau, genau. So nochmal. Trainerin, Workshops, Seminare, Ausbilderin, Supervision, Ausbildung von Mediationsleuten. Nicht Mediatoren, also nicht gar nicht, sondern nur Teile. Ja, so alles. Also jede Menge. Ja, bunt. Oh, bunt. Hier die Selbstständigen, da die Gemischten, da die Angestellten. Haben wir mal so einen kleinen Überblick, wie verteilt sich das? Letzte Frage. Wie setzen Sie, das ist ja Thema heute auch, was tun Sie in Ihrer Arbeit, egal mit welchem Status? Sitzen Sie und reden Sie, wie man das ja doch auch überwiegend tut? Sitzen und reden, das ist mal Unwertung. Laufen, das soll überhaupt nicht. Laufen, schweigen. Ich beziehe andere Elemente in meiner Arbeit ein, ist der andere Pol. Der kommt mal hier hin. Andere Elemente, überwiegend sitzen, reden. Also, ich sag mal, klassisch personenzentriert. Und hier ist so die Mischung, sowohl als auch. Gucken Sie mal, was oder die Gesten für Sie zutreffen. Okay. Du nur anderes machen, nur die sitzen und reden. Dann sagen Sie mal, Sie machen nur anderes. Was ist das? Ja. Ich habe einen Büro für Architekturpsychologie und ich muss sehr viele Methoden anwenden, um die Leute in Bewegung zu bringen, sich Räume und zu Situationen anders vorzustellen. Okay, gibt es viele Vorstellungen? Ja. Bei Ihnen, wie ist es da? Ich arbeite mit geistig behinderten Menschen. Und da habe ich nur eine Gruppe, wo ich eine Männergruppe, wo gesprochen werden kann. Und sonst muss ich viele andere Elemente einbringen. Weil Sie gar keine andere Möglichkeit sonst haben, mit denen zu arbeiten. Ja. So, die Mischmaschgruppe. Was tun Sie sowohl als auch? Neben Reden auch kreative Methoden, Imaginationsübungen, Malen, sowas. Imagination, Malen, weil dann wir schon mal ab, ne? Das ist ja schon mal auch so ein bisschen Methodenvielfalt hier zu hören. Wen haben wir denn da noch? Sagen Sie doch mal ein paar Beispiele, was Sie mit einbeziehen. Imagination auch, Entspannung. Außerdem habe ich eine Ausbildung in körperorientierter Psychotherapie. Kommt dann auch so zum Tragen und als Ausbilderin natürlich auch solche Dinge, die wir jetzt tun. Okay. Gut. Da ist eher Sitzen, Reden und das wollen wir ja auch gar nicht
werden, sondern das ist ja oft eine ganz wertvolle Basis. Und wir gucken ja heute, welche Kombinationen sind vielleicht für Sie auch passend. Erstmal danke für diese kleine Aufstellung, noch nicht wieder hinsetzen. Haha, hier muss man sich viel bewegen. Ich bitte Sie jetzt mal, danke für diese Runde, sich in einen Kreis zu stellen. Wir machen jetzt als letzte Runde, die nehme ich schon mal, als letzte Runde in dieser Phase, wir lernen uns ein bisschen kennen und gucken, was kann man noch anderes tun als die klassische Ich-bin-ich-heiße-ich-arbeite-Runde, den sogenannten Sternblitz. Und der geht so, die Ausgangsfrage ist, Kreativität in meiner Arbeit heißt für mich Punkt, Punkt, Punkt. Kreativität in meiner Arbeit heißt für mich Punkt, Punkt, Punkt. Kann sich auf die Arbeit mit den Klienten beziehen, kann sich aber auch auf ihre Art, wie sie arbeiten, dass sie einen grünen Treadfortboden haben und immer aus einer gelben Tasse trinken, weil sie das kreativ anregt, kann alles Mögliche heißen. Dieser Satz ist zu vollenden und zwar geht einer oder eine von Ihnen in die Mitte, sagt kreative Arbeit oder Kreativität in meiner Arbeit heißt für mich und gibt ein Statement. All die, die dem sehr zustimmen, gehen wie ein Blitz dicht an diese Person ran. Die, die ein bisschen zustimmen, gehen so einen halben Schritt nach vorne und die, die finden, mit dieser Aussage kann ich nur gar nicht anfangen, bleiben bitte dastehen, wo sie sind. Das gucken wir uns kurz an, dann gehen Sie wieder zurück und dann hören wir so zwei, drei Statements, wo Sie sich einfach zu positionieren. Also, Kreativität in meiner Arbeit heißt für mich... Ja, Kreativität in meiner Arbeit heißt für mich, trotz vieler Vorgaben und sehr starren Tagesablauf, trotzdem Zeit zu haben für meine Sachen und zwischendurch Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Und dafür auch zu kämpfen. Mhm. Also viel auf einmal, mal gucken. So, wer stimmt dem zu? Wer stimmt denn ein bisschen zu? Und wer sagt erstmal, ich bleib da stehen, wo ich bin? Okay. Also Zeit zu haben, Dinge zu tun, die mir Spaß machen, heißt für mich Kreativität. Danke. Kreativität in meiner Arbeit heißt für mich. Ja, heißt für mich, dass ich bei den unterschiedlichen Workshop- und Seminarteilnehmern immer für jede Person eine passende Idee, Einfall, Wort, Übung, Erklärung finde. Ja. Okay. Das ist so schön. Manchmal ist er blöd, aber da fällt dir nichts ein. Aber dann fühlen Sie sich oder fühlst du dich kreativ zu sein? Wenn mir das gelingt, das ist Kreativität und das scheint vielen so zu gehen. Dankeschön. Ja, noch so eine letzte. Kreativität in meiner Arbeit heißt für mich. Kreativität in der Arbeit heißt für mich, auf meinen Bauch zu hören. Auf meinen Bauch zu hören. Ja. Da stimmen dann doch. Nach kurzen Zögern, der Kopf musste erst nachkommen, dann durfte es sacken und dann kam der Schritt nach vorne. Also einige Stimmen auch dazu, auf meinen Bauch zu hören, aus dem Bauch heraus. Dankeschön für diesen Sternblitz. Sie dürfen sich jetzt setzen. Ja, wir sind hiermit schon durch. Ich möchte Ihnen den roten Faden jetzt nachträglich vorstellen. Meine Erfahrung ist, deswegen habe ich das heute hier auch so getan, ich zum Beispiel rede gern, deswegen mache ich diesen Beruf auch, glaube ich. Ich kann auch viel und lang reden. Für mich ist es eine Hilfe, erstmal Teilnehmer zu aktivieren, dass die überhaupt eine Chance haben, auch ein bisschen warm zu werden. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, erstmal was mit den Leuten zu machen, bevor ich den großen Einführungsteil und dann sage ich, wie es geht und dann sage ich noch, wo die Toiletten sind und dann habe ich schon mal eine halbe Stunde fast geredet und dann merke ich irgendwie, wie die Leute immer tiefer im Sitz rutschen und ich finde jetzt so, wie sie hier schon sitzen, finde ich, dass ja, da ist Aufmerksamkeit, sie haben schon was gemacht, sie haben jetzt schon viel gestanden, so, Aktivierung ist da. Und das finde ich aus meiner Erfahrung auch immer ganz gut. Deswegen jetzt erst den roten Faden, den macht man ja eigentlich zuerst.
Die drei Übungen zum Start, dieses Einschätzen, Zettel auf dem Rücken, haben wir auch besprochen, Fragen dazu gestellt. Das Aufstellen und den Sternblitz. Ich denke, das Aufstellen, Positionieren kannten viele von Ihnen. Das kann man natürlich, ich sag mal, zu allen Fragen, die es irgendwie gibt, tun. Ich habe die Himmelsrichtungen, ne? Also wer kommt woher und ne, die in Bezug auf das Thema. Also auch ein bisschen mit der Frage natürlich, wenn ich nicht jeden Einzelnen von Ihnen hören kann in der Anfangsrunde, was ich bei einem Tages- oder Zweitages-Workshop natürlich machen würde, vielleicht auch methodisch ein bisschen anders, brauche ich ja auch Informationen, zu sagen, wie sind die eigentlich hier? So. Und deswegen schon auch die Frage, was würde mich denn eigentlich interessieren? Das ist der Status, wie arbeiten die Einzel- oder Gruppe? Ne, das ist auch ein bisschen dann die eigene Kreativität, sage ich mal, so dieses, was fällt mir auch ein, was mich interessieren würde von einer Gruppe, von den Leuten. Und dieser Sternblitz, den finde ich einfach ganz schön, um sozusagen dieses, sich einmal auch mit einer Aussage in den Mittelpunkt zu stellen. Das hat für viele erstmal, ich weiß nicht, wie es denen ging, die den Schritt so in die Mitte gemacht haben, auch erstmal so, ne, da muss ich mich auch ein bisschen trauen, das so auszusprechen. Und dann dieser Effekt auch, es stimmen mir einige zu, auch zu gucken, wie ist das, wenn gar nicht so viele zustimmen. Man hat einfach sehr schnell ein, ja, ich sag mal, Meinungsbild. Und wichtig, es ist eben wieder im Stehen. Es ist nicht so dieses Sitzen, Reden, was manchmal behäbig werden kann. Also wo so ein bisschen Energie nach unten geht. Sind dazu Fragen? Also wir machen hier nach jeder Runde eine kurze Reflexion. Ich denke, die sind jetzt erstmal soweit erklärt. Bitte. Faden, ja. Also die Übung fand ich alle ganz schön. Aber wozu dienten die jetzt? Sich kennenzulernen oder noch was anderes? Also die erste Übung, die mache ich natürlich nicht alle jetzt hintereinander weg. Diese erste Übung eben auch, um bei den Leuten etwas zu einem Thema zu aktivieren, da Stichwort Traumjob. Und in der zweiten Sache dieses, mein Selbstbild, wie wirke ich eigentlich auf andere, Neugier, in Kontakt kommen, in Körperkontakt kommen, stehen, reden, lachen, bewegen, was wir aufgeschrieben hatten. Also eine ganz starke, ja, aufeinander zugehen, sich schon mal in andere reindenken aus der Gruppe. Das ist in dieser ersten Übung ganz stark vertreten. Hier geht es darum, Überblick zu gewinnen. Wer ist da? Wo kommen die anderen her? Wie positionieren die sich? Wo stehen die anderen? Wo stehe ich? Vergleichen auch. Na, also das ist im Grunde genommen auch ja oft eine gedachte Skala. Und da ist ja immer die Frage, wie positioniere ich mich? So, und aha, wo positionieren sich die anderen? Oft mache ich die Übung, es gibt ja diesen Lemming-Effekt, ne? Oh, alle gehen dahin, dann gehe ich auch dahin. Ich sage oft oder ich mache manchmal auch Arbeitsblätter, die diese Skala haben und ich stelle diese Fragen vorher oder habe die an der Pinnwand, sage, machen Sie auf Ihrem Blatt Kreuzchen, wo Sie sich positionieren und dann stellen wir erst. Weil es gibt gerade, ne, bei Ihnen muss ich das nicht, Sie wissen, wer Sie sind und wo Sie hinwollen, aber man hat manchmal Gruppen, wo man merkt, da sind viele, die sagen, ach, der Herr Müller geht dahin, dann gehe ich auch dahin. Das ist mein ehemaliger Vorgesetzter, der weiß schon, was richtig ist. Und um das ein bisschen zu vermeiden und um wirklich eine eigene Positionierung auch zu kriegen, lasse ich die Leute das oft vorher einmal kurz ankreuzen und dann stellen wir uns erst im Raum auf. Und es hat immer einen guten Effekt, weil ich sehe, wo die anderen stehen. Gut. Ja, was wollen wir denn heute noch tun? Ich möchte gerne was zum Thema biografische Arbeit mit Ihnen machen. Eine Übung dazu und dann wieder eine Reflexion, Varianten dazu besprechen. Und ich möchte mit Ihnen noch zwei Übungen im letzten Teil zum Thema Vision und Werte machen. Einmal die Übung 4 Leben. Und einmal die Übung Ätzend-Liste. Nach dieser kurzen Stärkung machen wir weiter. Ich würde gerne gucken nachher, ne, bei einem dreistündigen Workshop, das war jetzt zwar ein bisschen nicht ganz nach anderthalb Stunden die erste Pause, ich würde gerne gucken, wie wir mit der einen Pause auskommen, weil wir eigentlich ja relativ viel auch in Bewegung machen und nicht nur sitzen. Ansonsten aber, wenn Sie sagen, ich verdurste oder Toilette,
nur, dass wir das einfach eher integrieren, weil sonst zerschießt uns das ein bisschen viel einfach vom Zeitfenster. Gut, Biografiearbeit hatte ich da das Pfeilchen dran gemacht. Bevor wir da mit einer Übung einsteigen, nochmal immer der Link auch zu die, oder die Verknüpfung zu diesem ja, überschriftengebenden Thema des Workshops Kreativität. Ich habe Ihnen mal eine Definition angeschrieben. Ich mache für verschiedene Organisationen und Firmen auch Kreativitätstrainings im Sinne von Vermitteln von Kreativitätstechniken. Das ist ja hier heute nicht der Schwerpunkt, sondern kreative Methoden, also eher ein bisschen anders zu arbeiten. Nichtsdestotrotz finde ich viele Parallelen, was ich vorhin auch schon sagte, und auch gerade zu dem Punkt der Biografiearbeit finde ich da diese Verknüpfung, dass biografisch zu arbeiten auch schon gewisse kreative Anteile hat, aber auch die Parallelen zwischen dem, was wir versuchen in der Beratung, ja, oder in der Therapie oder in der Arbeit mit Gruppen und Menschen zu bewirken und zu unterstützen und dem, was kreative Prozesse eigentlich bewirken sollen, entdecke ich mehr und mehr auch Parallelen. Und in dieser Definition heißt es, Kreativität ist die Fähigkeit, aus der Kenntnis aller bekannten Dinge mithilfe der Vorstellungskraft Neues hervorzubringen. Und das finde ich beim Thema Biografiearbeit ganz passend, denn die Kenntnis aller bekannten Dinge bei uns Menschen liegen ja eigentlich in unserer Vergangenheit bis zum heutigen Tag. Was hat mich geprägt? Wie setze ich mich zusammen? Was war eigentlich wichtig in meinem Leben? Und das ist ja das, was wir im Gespräch auch viel zum Thema haben. In der Biografiearbeit kann ich das nochmal durch bestimmte Übungen systematisieren, um dann gegebenenfalls ja zum zweiten Teil zu kommen. Wir arbeiten ja nicht lösungsorientiert, aber wir wollen natürlich den Klienten zu ihren Lösungen, zu ihren Erkenntnissen, unter Umständen ja auch zu der Kreation einer neuen Situation helfen und sie dabei unterstützen. Und das, finde ich, passt sehr gut auf die Prozesse, die wir begleiten. Und das ist originär Kreativität. Sich dessen bewusst zu werden, was ist, auch dieses Repertoire nochmal anzugucken. Also man sagt, im Kreativitätstraining, im klassischen, ist zum Beispiel die Phase der Problemformulierung ganz, ganz wichtig. Wofür will ich eigentlich eine Lösung finden? Da gibt es diverse Übungen, die sich erstmal nur damit beschäftigt, die Frage genau zu formulieren. Und wenn ich die Antwort dann suche, kann ich immer wieder gucken, was wollte ich denn eigentlich wissen? Da gibt es verschiedene Techniken zu, die sehr interessant sind, erstmal diesen Teil genau anzugucken. Und da finde ich ganz spannende Anknüpfungspunkte, auch in diesem klassischen, ich sage mal, Kreativitätstraining, Kreativitätstechniken. Vielleicht ein Thema für nächstes oder übernächstes Jahr. Ja, die Biografiearbeit möchte ich mit Ihnen mit einer Übung einsteigen, ein bisschen an das anknüpfen, wo wir hier zum Thema ja, Traumberuf gearbeitet haben. Ich denke, nicht allen geht es so, wie wir aus der Aufstellungsarbeit gesehen haben, aber viele arbeiten doch auch mit Menschen im Berufskontext und das Thema der beruflichen Orientierung, wie gehe ich mit Erfolgsdruck um, was will ich, wohin will ich, wohin führt mein Weg. Aus meiner Sicht hat sich das sehr verstärkt, auch durch die momentane Wirtschaftssituation und. Also immer mehr Themen im Coaching scheinen mir auch so auf diese Orientierungsthematik hin ausgerichtet zu sein. Dafür mache ich oft diese Übung der biografischen Linie. Dafür bekommen Sie ein Arbeitsblatt und sollen es, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, natürlich selbst einmal für sich so, ich sag mal, 5 Minuten, das ist ein bisschen brutal, aber wenn Sie die Übung anregend finden, können Sie die ja dann zu Hause auch nochmal etwas mehr und intensiver weiterführen. Ich erkläre gleich das Arbeitsblatt, wenn es rumgegangen ist.
Also, Sie finden auf dem Arbeitsblatt eine Skala. Und die Frage, die ich sowohl im Einzel- als auch mit Gruppen, ich finde diese Übung für beide Settings geeignet, stelle ist, bitte füllen Sie dieses Arbeitsblatt aus, zu Hause oder wenn ich in der Gruppe arbeite, eben auch dann vor Ort während des Workshops. Was fällt Ihnen zum Thema berufliche Erfolge oder schulische Erfolge ein? Sie können die Jahreszahlen beliebig wählen. Ich empfehle immer mal so bei 5, 6 Jahren anzufangen. Es gibt Menschen, die auch noch frühere Erinnerungen haben. Als ich damals in den Kindergarten kam, das war ganz toll für mich. Daran erinnere ich mich sehr positiv. Als ich mein erstes Vogelhäuschen gebastelt hatte, super. Also wenn das so ist, dann fangen Sie ruhig vorher an. Ansonsten so mit Eintritt in die Schule und gerne bis zum Gegenwartsalter so eine grobe Skalierung sich zu machen und dann mal subjektiv, es ist eine Momentaufnahme, für sich einzutragen, wo assoziiere ich berufliche oder schulische Erfolge gefühlt? Hey, das war ganz toll, als ich das Rumpelstilzchen spielte. Hat zwar keiner applaudiert, aber für mich war es super. Das ist ein gefühlter Erfolg. Es fühlt sich gut an. Oder sogenannte objektive Erfolge. Ich habe ein Abi mit 1,0 gemacht. Das habe ich irgendwo auf dem Zettel stehen, nachweisbar. Kann aber auch sein, dass ich das so doll gar nicht anfühlte. Da gibt es ja oft auch nochmal Differenzen zwischen gefühlten und objektiven Erfolgen. Was Ihnen dazu einfällt, mal einzuzeichnen, sollte Ihnen was zum Thema Misserfolg, also in dieser Minusskala-Bereich einfallen, tragen Sie es ruhig mit ein. Aber wichtig ist der obere Teil. 5 Minuten mal für sich, um dann eine kurze Austauschrunde zu dem, was Sie aufgeschrieben haben mit dem Sitznachbarn, um noch mal ein bisschen drüber zu sprechen. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Dass Sie sich wieder voneinander ein wenig verabschieden und auf Ihre Plätze zurückkehren. Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach, weil ich Sie jetzt einmal sozusagen ja aufgefordert habe, machen Sie mal das Fass auf, wo draufsteht, das ganze Leben. Ne? Und jetzt so zweimal 2 Minuten, oh, reicht schon für mehr, würde ich sagen. Aber sagen Sie doch mal, die Sie ja jetzt so einen kleinen Schnellritt gemacht haben, es auszufüllen und auch in der Auswertung, wie war das für Sie im Erleben? Fanden Sie das für sich interessant, A, es auszufüllen und dann auch B, in dem kurzen Austausch? Wie gesagt, alles natürlich intensiver möglich, sollte auch etwas intensiver in der Auswertung dann sein. Aber erstmal so Ihr Eindruck dazu, wie war das in dieser Übung biografische Linie? Ein paar Stimmen einfach. Wie war die Übung für Sie in Kurzform? Soll ich mal ganz ehrlich was sagen? Ja. Ich habe bis dato immer gedacht, dass in meiner Biografie